Thomas, danke für 1000 Bits. Alter, du bist verrückt, du bist einfach verrückt. Man kann es nicht mehr sagen, aber ich danke dir vielmals. Vielen, vielen Dank, Thomas. Gut, aber jetzt ist wirklich Schluss, Thomas. Echt jetzt. Das ist gut jetzt. Das reicht jetzt. Das sind. Ich kann es gar nicht mehr. Ich kann es gar nicht. Ich glaube, ich rede sowieso gegen die Wand, aber. Hebt dir noch was auf, Thomas. Vielleicht motiviert es ja auch mal einen anderen nochmal. So, ey, Taxi. Geil. Richtig geiler Spawn. Du musst es bloß überleben. Ich wusste gar nicht, dass da hinten am Exfil ein Spawn auch ist. Sie ist die Anmut selbst. Ihr Charme ist von einer Herzlichkeit, die ich überhaupt noch nie erlebt habe. Danke, Thomas. Danke für, glaube ich, 1800 Bits. Selbst. Ihr Charme ist von einer Herzlichkeit. Junge, Junge, Junge. Habe ich meine Tasten nicht belegt? Doch, warum fliegt er sich nicht? Oh, habe ich mich erschrocken, Alter. Komm, 5. Oder doch nicht mehr weiß. Oh Mann. Thomas, Thomas. Ich danke dir. Aber es macht es. Ich weiß. Ich geb doch nicht so viel zurück, Thomas. Menschenskind. Jetzt ist aber. Gut, jetzt ist aber wirklich Schluss. Du hast gesagt, jetzt ist Schluss. Oder doch nicht mehr weiß. Nein, jetzt ist wirklich Schluss. Und ich danke dir. Vielen, vielen Dank. So. Ey, da hat er auch gut gehalten, gut geschossen und ich habe richtig Kacke geschossen eigentlich. War gut unterwegs, der Mann. Wenn ich's nicht gewesen wäre, hätte ich ihm seinen Pistolenkill gegönnt. Warte mal, Alter. Ist jetzt mal Ruhe. Junge, hat er mich zerrissen. Ich glaube, ich habe schon noch sämtliche Munition verballert. Oh. Movement fand ich von mir ganz okay, bloß geschossen habe ich scheiße. Ich dachte, er kommt von vorn. Was ist denn das für ein Assi-Sound, Alter? Leck mich doch. Da fliegst du dich ewig zusammen, nur um dann im Dreck zu liegen. Wieder kurz vorm Taxi, Menschenskind. Ich dachte, er kommt von vorn. Für mich klang das wie von vorn. Er schießt mir hinten in den Schädel, Alter. Das ist doch richtig dumm, Mann. Werden es die mal irgendwann hinbekommen? Hey. Fortuna ist uns wohl gesonnen.
Oh, Rubberbanding. Zu fett. Okay. Ach so, okay. Scheune ausbauen, Wohnung, Garten. Also mit Rundfunkbeitrag für Februar müsstest du jetzt entgegennehmen. Ja, okay, danke Thomas. Wer weiß, wie es weitergeht. Das Leben ist schon sehr seltsam. Aber alles passiert zur richtigen Zeit. Ja, ja, wie immer halt. Ja, nicht alles immer so einfach. Und manchmal wird der Sinn hinter der Sache manchmal erst später bewusst. Wir können es nicht ändern, Thomas. Es ist, wie es ist. Ja, erzwingen kannst du nichts. Ui, geil. Ich wünsche dir auf alle Fälle schon mal jetzt viel Spaß beim Bauen und Basteln. Das ist ja dein Ding, aber es ist natürlich jede Menge Arbeit. Ich kenne es ja von unserem Haus. Die Saniererei, das hat schon Zeit gefressen. Ich weiß gar nicht, ob wir eine gewisse Zeit drinnen bleiben müssen. Diese Schweine hier überall auf Streets, die sind auch geil. Überall sieht man so kleine Schweinchen, muss man mal aufpassen. Da gibt es bestimmt noch eine Schweinequest irgendwann. I'm Lieutenant Frank Drebin, Police Squad. Danke, Thomas. Danke für nochmal 1000 Bits. Ich dachte eigentlich, weil du ja schon vorher 2000 Bits gespendet hast, ich dachte, das war schon der Rundfunkbeitrag für Februar. Jetzt hast du ja schon praktisch für März schon direkt mitbezahlt. Auf jeden Fall sehr gern. Ich freue mich, wenn es dir gefällt, Thomas. Wollen zu meinem Auto? Ist das denn eine Möglichkeit? Aber sie haben mich nicht gesehen. Ich kann mich... Scheiße. Was war denn das jetzt gerade für eine Scheiße? Ich war stuck. Aber total. Ging gar nichts mehr. Oh nee, die fahren jetzt mit meinem Auto raus. Ja, da haben sie schon bezahlt. Die klauen deine Taxe. Mann, ich dachte mir, ja, bleib noch wegen hier Zeit und so. Jetzt ist die Karre weg. Oh, ey. Hätte ich sie bloß erschossen hinterrücks. Ja, dann renne ich gleich zum Courtyard raus. Achso, der muss ja da sein. Ja, wenn er nicht da ist, gehen wir zum kaputten Haus.
Die müssten raus sein, ne? Ja. So, Leute, es lohnt sich nicht mehr, hierher zu kommen. Das Auto ist weg. Ihr könnt mir also den Buckel runterrutschen und mir gestohlen bleiben. Mann, mein Auto, so nah. Hey, Mann. Aber ich war mir nicht sicher, nachher zählt das nicht, weißt du, weil das halt ein Ranzruh ist oder so. Denen ist es egal, die brauchen die Quest nicht. Die wollten bloß raus, da ist es, da spielt es kein neuer Kasten. Aber für mich war es halt relevant. Und ich glaube, bin mir sicher, wenn es ein Ranzruh gewesen wäre, hätte ich gleich direkt nochmal reingemusst. Jetzt können wir nur hoffen, dass Kurt hier hat. Da ist Kurt. Und dann können wir gleich nochmal rein. Natürlich nicht. Ist das, sind die doch dumm, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Junge, 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 Junge. Diese Typen, Alter, diese Typen machen mir Angst. Ohne Witz, die machen mir Angst. Warum scrollt da nicht mal runter? Jetzt. Ich hab echt so einen Schiss vor diesen blöden Scavs. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Granate rein. Ich hab keine mit, Mann. Und ich hab nichts mit. Nur gut, dass ich einen Helm auf hatte. Das war echter Segen. Pfiff auf dem letzten Loch. Meine schöne Schallgedämpfte liegt ja am Dreck, Mann. Ja, die war so geil. Hat mir richtig Spaß gemacht. Was kriegst du wieder sowas hier? Was war denn hier gerade los? Wie die Angestochenen. Komm ich da nicht drum raus? Einer kriegt Hits.
Ob das in dem Hof, in den Hof war? Ob das in dem Innenhof war, wo wir vorhin waren? Keine Ahnung, ob da ein MG steht, aber es hat sich so angehört. Und gesehen habe ich keinen. Das kann schon durchaus aus der Richtung gekommen sein. Ich denke, das Exit ist immer da. Ich hab's nicht. Auch nicht schlecht. Schlafmütze um die Ecke. Der kleine Schlawiner am Abend. Achso, ja, warte. Ja. Muss mich beeilen. Nicht, dass ich hier schlafmützend gleich wieder eine auf die Jacke kriege. Das war doch eine Vierer, oder? Ne, eine Dreier. Ui. Eine Dreier, und da habe ich in die Kacke gegriffen. Oi, gute Mann. Oi, der gute Mann. Ey, ist da gar nichts drin, Alter. Was hast du gemacht die ganze Zeit? Trollo. Gibt's doch nicht. Fühl mich verarscht. Brauchst ja nicht so dumm zu gucken. Nee, also ich hab irgendwie jetzt auch... Er ist Level 4, Mann. Wo ist jetzt meine Body Armor? Ah, hier. Ich bin noch nicht so. Lass ich ihm sein Zeug da. Johnny, was geht ab? Eine arme Seele in Not gerade über den Haufen geschossen. Naja, ich lasse ihn in seinem Zeug. Also, das nimmt auch hoffentlich keiner mit. Eine Dreierweste und so. Okay, so ist auch nicht schlecht. Okay, kann ich mich dran gewöhnen an das Spiel. Alter, hallo, krieg dich mal wieder ein. Das Spiel will mich verarschen. Was muss, das muss. Ja, mir reicht sein Tod. Oh, alter Junge, hier wie Matrix, Junge. Never ending story. Okay, das ist mein Magazin. Ich wollte gar nicht hier am Exit. Ich wollte gar kein hässlicher Exit-Camper sein, Mann. Ich habe bloß nicht gecheckt, dass ich es hier nicht habe.
Alter. Das muss mit. Auf jeden Fall. Ich die hier hinschmeiße, ob die einer sieht. Ich sehe sie nicht. Ah, die liegen schön an der Ecke. Olli, grüß dich. Ein hübscher Exit-Camper warst du nicht mehr. Oh, da hinten scheint noch einer an Exit zu campen. Das gefällt mir gar nicht, da muss ich hin. Oder vielleicht doch nicht. Gucke vorsichtshalber nochmal. Sewer River habe ich. Sewer River. Und das ist genau die Scheiße, wo hier die Schüsse herkommen. Und es ruckelt auch ganz schön.